Und dann 19 zu den Stichpunkten nach dem absolut verrückten 3 zu 3 gegen den BVB. Verrückte Parallelen. Es war zum zweiten Mal erst der Fall beim VfB in der Bundesliga, dass wir nach Unterzahl noch drei Tore erzielt haben. Seit im September 1980 scheinbar auch ein 3 zu 3 gewesen. Und damals war es auch. Ein 3 zu 3 gegen Borussia Dortmund. Das ist einfach komplett, also solche Parallelen sind wirklich einfach nur noch komplett absurd, muss ich sagen. Dazu ja auch dieses legendäre 4 zu 4 in Dortmund. Daher kommt ja dieses This is why we love football, der Kommentator auf Englisch. Ähm, auch die Parallele ist da, weil auch dieses Spiel damals, 2012 so war es ja, glaube ich, ne, war auch einfach, wie unser Spiel auch, am 28. Spieltag. Es geht ja doch. Ein kleiner Front hier vorab. Vor viel Lob, was danach geben wird, logischerweise an die Mannschaft, weil ja, 100% ein Trainerwechsel kann viel verändern, auch mental viel verändern, und von der Herangehensweise viel verändern. Trotzdem, jetzt erst am Montag, also die letzten Tage auf jeden Fall nicht, aber jetzt erst am Montag, als ich gerade das Skript geschrieben habe, ist doch schon so ein bisschen das Gefühl von Verarsche mitgeflogen, muss ich tatsächlich sagen, nach diesem Spiel. Man hat ja gesehen, dass die Jungs können, was sie können, wenn sie denn wollen. Und da bekommst du Auftritte wie Schalke auswärts, Wolfsburg zu Hause oder irgendwie ganz faden Beigeschmack, weil so ein Spiel zeigte einfach, dass sie damals ganz klar und deutlich auch einfach nicht wollten. So Trainer hin oder her, sie wollten damals nicht. Ne? Aber es geht jetzt ins Positive, ganz klare Geschichte, es war eine geile Nummer. Samstagnachmittag gegen BVB. Auch ein Riesenlob an Sebastian Hüns, was der mit der Mannschaft gemacht hat in dieser kurzen Zeit, angestellt hat. Mentalität war da, eine neue Qualität ist da. Gescheite Aufstellungen sind da, schon von Beginn an so. Gute Einwechslungen sind da. hat sich nicht aufgegeben nach 0 zu 2. Unterteil zur Halbzeit und so kam es dann auch. Auch am Ende ein dickes, dickes Karma für Mokoko, der da komplett respektlos äh, breitlo quasi angejubelt hat, angeschrien hat, wie auch immer. Und um ein paar Namen anzusprechen auch. Redlos stark, hat eine bockstarke Parade gehabt in der ersten Halbzeit. Karas hat geackert bis zum mehr. der Typ war komplett K.O. am Ende. Wagnermann auch zwischen Himmel und Hölle, mal irgendwelche Ecken geschenkt, schlechte Bahnnahme dann wieder aber trotzdem Tor und Torvorlage, ne? Deswegen du auch ordentlich gespielt. Hoffentlich Ito wieder fit am Freitag dann in Augsburg. Dann kannst du nämlich wegen der roten Karte von Mafropanos einfach ganz easy Anton, Ito und Zagadou hinten reinstellen. Hast du wenig Probleme mit. Kulibali Wirbel nach Einwechslung gebracht. Sehr nice. Generell, wie gerade schon gesagt, Händchen. Ein richtiges Händchen von ist Auch Silas wurde ja eingewechselt. Ne? Und von den beiden dürfte er sowieso mittlerweile Dortmund ziemliche Albträume haben. Auch schon beim 5-1 damals haben sie aufgedreht. Kulibali und Silas eben. Es hat komplett gebrannt im Stadion. Geile Stimmung gewesen, auch die krasse Stimmung seit Köln bestimmt, also seit dem 2 zu 1 natürlich, jegliche Kommentatoren, die haben alles reingezogen, Konferenz, die Einzelübertragung, Radio, alle abgegangen bis zum Geht nicht mehr ein legendäres Spiel auch für die Bundesliga, glaube ich, oder generell wie beim 4 zu 4 damals auch 3 zu 3, verdienter Punkt, wichtiger Punkt, auf Platz 16 aktuell, weiter so, King Girassi, weil auch wieder gegen Dortmund war der bockstark. ist mir sehr, sehr aufgefallen. Wie er die Bälle festmacht, wie er die Welle verteilt, was er für eine Präsenz hat, wie er seinen Körper reinstellt, seinen Körper ja benutzt einfach zu seinem Vorteil, ist einfach bockstark so. Der Mann muss gehalten werden. Bild schreibt ja, oder schrieb damals von 9 Millionen etwa, andere Quellen schreiben von einem ja, kleineren zweistelligen Bereich, also so etwa 12 Millionen, ist alles nicht wenig gelten, aber bei Klassenerhalt und gerade auch mit dem ja mit der Erwartung, dass viele. Für viel Geld wieder gehen werden im Sommer, muss man diesen Mann halten. Und die Kirsche auf der Torte war das, was er auch auf Twitter danach gemacht hat. Das war Bockstark. Er hat zugegeben, dass er auch durchaus hätte rot sehen können. Gleich am Anfang der Partie gegen Chan war es, glaube ich, rutscht über den Ball und trifft ihn dann richtig hart. Also wenn man Pech hat, fällt sie damit rot. Unglückliche Szene einfach. Äh, ganz, ganz großer Sport, da auf Twitter drauf einzugehen, weil ursprünglich war der Post von ihm zu der knappen Absatzentscheidung zum 1 zu 2, was er dann nicht gegeben wurde. Er hat ein Bros ihn angeschrieben, ey, warum redest du? Das ist rot gewesen. Also jo, wenn ich mir die Bilder anschaue, dann war es rot. Fairer Sportsmann dort nochmal Glück gewünscht in die Saison. Einfach geile Aktionen, auch Seltenheitswert mittlerweile, sehr, sehr stark. Und nochmal, der Mann muss gehalten werden über den Sommer hinaus. VAR abschaffen. Weil ganz simpel, ich glaube, die meisten, nicht nur ich, sind es mittlerweile einfach nur noch leid. So ein bis bisschen den Rest, deswegen spreche ich es hier an. Ne? Ist ja ein Dauerthema, deswegen spreche ich es hier an. Den Rest hat mir einfach diese Szene in der 52. gegeben, gerade schon angesprochen. Ein geiles Tor, der vermeintliche Einschlusstreffer, Mio steckt herrlich durch auf Gerassi, der chippt den, Lupf, den sensationell rein, 1 zu 2, alles geil. Dann geht die Hand ans Ohr vom Shiri, abseits oder nicht, wird wieder recht lange entschieden und zumindest im Stadion kam du das sehr, sehr lange vor. Am Ende war es wohl minimal abseits, ne? So ist nicht. Die Bilder waren aber trotzdem mal wieder wild, so auch Live-Ticker schreiben, es gibt kein klares Fernsehbild so. Aber vor allem eben auch wieder der Hauptpunkt, wie sehr das Emotionen kaputt macht, macht einfach keinen Spaß mehr. Du hast das so eine halbwegs Hoffnung, so a 0 vielleicht geht noch was. Ein Tor, dann brennt die Hütte. Hat der ja auch Höhnes gesagt in der Halbzeitpause scheinbar, dass man vielleicht ein bisschen abschenkt und dann mit dem ersten Tor brennt die Hütte. Das war auch die Hoffnung von uns Fans in der, im Stadion, ist ja auch ganz klar. Hast die Hoffnung, dann fällt das Tor ja schnell. 52. 7, 8 Minuten nach wieder Wiederanpfiff. Und es zählt einfach nicht. Wegen einer Millimeterentscheidung zählt sie Das hat komplett kurz K.O. gemacht, fand ich. Ähm, und ja, auch da wieder, früher gab es noch dieses Thema, im Zweifel für den Angreifer. Finde ich schade, dass es das auch nicht mehr gibt. Ähm, denn das ist ja auch wieder das Thema. Das hat mir auch oft schon, gibt es viele große Artikel dazu, auch mit weit mehr Wissen und weit mehr, keine Ahnung, was, Berechnungen und sowas, weit mehr als ich das kann. Gibt es denn wirklich hundertprozentige klarheit bei solchen knappen absatzentscheidungen kann man genau auflösen nummer eins wann dieser ball den fuß verlässt so Geht das mit der Anzahl von Bildern pro Sekunde, die die Kamera oder das Video dann liefert? Geht das überhaupt? Weil es gab viele Szenen, auch viele Artikel zu solchen Szenen, wo der Angreifer, je nachdem, wo man stoppt, je nach Hundertstel oder sowas, wo man stoppt, mal im Abseits ist und eben mal nicht. Und diese Szene war auch sau, sau eng. Von mir aus war es am Ende Abseits. Sei es drum, es killt trotzdem Emotionen, es ist trotzdem nervig. Und wie gesagt, ich. Klar, du kannst es nicht machen, weil du musst ja eine faktische Entscheidung geben bei Abseits. aber sowas wie im Zweifel von Angreifer fände ich grundsätzlich eigentlich schon eine, schon eine ganz schöne Aktion. Ähm, und auch wieder nach einem 3-3. Ne? Du bist komplett in Ekstase und dann kommt, ich glaube, ihr habt es im Vlog auch gemerkt, komplette Schockstarre. Kurze Schockstarre, die überprüft es. Die überprüft es, nimmt das zurück. Komplette Schockstarre, kurze Überprüfung, triffst in der 97. gehst komplett ab und muss trotzdem erstmal bange sein, weil jeder kleinen Scheiß Überprüft wird. Jeder mini Kleinscheiß Und das nervt einfach. Und dazu hast du auch noch diese Angst eben, weil du ja weißt, was du für Schiedsrichter in Deutschland hast, und auch da irgendwen persönlich angehen zu wollen, rein die Leistung auf dem Platz von den Schiris, weißt ja genau, ey, wir haben Potenzial da, dass hier irgendein Schiri irgendeinen absolut Vollquatsch hier pfeift. Deswegen diese Kombination VR und die deutschen Schiris und Emotionen im Stadion direkt, das passt einfach nicht zusammen. Entscheidende Wochen, weil Dortmund, klar, war irgendwo ein Bonus, ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Gestartet mit zwei Siegen, Hoeneß und mit dem Unentschieden. Klar, da waren Nürnberg und Bochum dabei. Man sieht Nürnberg in der Liga, wie es, wie es bei denen läuft aktuell. Da ist kein Maßstab. Bochum natürlich auch einfach sehr, sehr wichtig gewesen. Der, der Sieg aussetzt auch ganz klar. Trotzdem, wir tun gut daran. Finde ich auch sehr wichtig, bis Hönes auch immer, immer, immer wieder anspricht. Die Sachen richtig einzuordnen, die Situation richtig einzuordnen, aber Hoffnung ist da, deswegen dieser Unterpunkt hier noch. Denn wenn man so weiter abliefert, kann man sich in den nächsten Wochen echt, echt in eine gute Lage bringen, in eine gute Position bringen. Freitag in Augsburg ist definitiv alles drin, da kannst du auch gewinnen. Bin da auch im Auswärtsblock, hab sehr, sehr Bock drauf. Dann zu Hause hier in Gladbach, die sind auch wirklich. Komische Saison am Spielen. Ne? Gegen die haben wir auch eine sehr, sehr gute Heimbilanz. Gegen die gewinnen wir, egal wie scheiße es läuft. Letztes Jahr 3-2 gedreht. Selbst 2-19, da wo man auch so 6-0 aus Augsburg kam, haben wir 1-0 zu Hause gewonnen. Durch Donis war es, glaube ich. Also die schlagen wir gefühlt immer zu Hause. Also auch da ist definitiv ein Sieg drin. Dann eine wahnsinn am Mittwochabend. Das wird eine extrem geile Stimmung. Das wird absolut geisteskrank. Ab heute kann man ja auch hier seine Dauerkartenplätze kaufen. Bis morgen Nacht dann halt irgendwann schon mal reservieren. Habe ich auch schon getan, natürlich. Dann ab Mittwoch OFC und ab Donnerstag der. Mitgliedervorverkauf, also gerne reingehen in den Pokal, ähm, weiter kommen auch da definitiv drin, weil der absolute Wahnsinn, wenn in so einer Saison ins Pokalfinale einziehst, wäre auch komplett krank und in derselben Woche am Samstag spielst du auch jetzt bei der Hertha, Muss jetzt gucken, neuer Trainer oder neuer alter Trainer mit data mal gucken, wie es bei denen jetzt aussieht, wie die sich sportlich geben, aber auch da ist definitiv was drin bei der Hertha und dann hast du bei den drei Bundesligaspielen plus der Pokalbonus vielleicht, Kannst du sehr sehr viel erreichen in den nächsten Wochen. So trotzdem ganz auch ganz klar noch ist die Kirche noch im Dorf zu lassen. Damit waren es meine Stichpunkte zum BVB-Spiel. Natürlich gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren dalassen. Auch gerne ein Like und kostenloses Abo dalassen, falls ihr nicht getan habt. Wir gehen in die Augsburger Woche rein. Ich habe sehr sehr Bock darauf, die ganzen Videos folgen, wie ihr es gewohnt seid. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.